Ein wichtiges Thema beim Gipfel werden die Beziehungen der Allianz zu unseren Partnern im Osten und insbesondere zu Russland sein. Wir wollen mit Albanien und Kroatien wieder zwei Länder als neue Mitglieder auf dem Gipfel begrüßen. Und ich bin zuversichtlich, dass der Grenzstreit zwischen Slowenien und Kroatien uns hier keinen Strich durch die Rechnung macht. Ich hoffe, dass in naher Zukunft auch der mazedonische Beitritt möglich wird und nicht länger an einer Namensfrage scheitert. Und ich erwähne dies ausdrücklich, weil mir der Beitrittsprozess zur Allianz wichtig bleibt und ich nicht möchte, dass wir den Blick hierauf verlieren. Ich sage auch ausdrücklich, Georgien und Ukraine behalten eine Beitrittsperspektive. Die Tatsache, dass sich weitere Länder aus freien Stücken immer wieder um die Aufnahme in das Bündnis bemühen, zeigt ja die Attraktivität der Allianz. Und ich stehe weiterhin voll und ganz dazu, dass wir europäische Demokratien aufnehmen sollten, die gewillt und die fähig sind, zu unserer gemeinsamen Sicherheit beizutragen. Gerade wir Deutschen wissen ja noch gut, dass die freie Bündniswahl ein hohes Gut ist. Wir dürfen nicht zulassen, dass andere versuchen, dem mit einem Veto und dem veralteten Denken in Einflussräumen einen Riegel vorzuschieben. In den Beziehungen